Ja, die Geothermie, die wird eine wichtige Rolle spielen, weil es ist geplant, dass etwa 5 bis 10% vom Bedarf an Elektrizität in der Schweiz durch die tiefe Geothermie gedeckt ist. Die ETH beteiligt sich an der Erreichung dieser Ziele, indem dass wir Experimente durchführen, und zwar Experimente wie hier im Felslabor. Also wir erforschen Zusammenhänge, die man eigentlich erwartet für tiefe Geothermie-Projekte. Das heißt, man injiziert Wasser mit hohen Drücken in den Untergrund, erzeugt dort neue Risse oder aktiviert bereits vorhandene Risse, um dort Durchlässigkeit zu erzeugen, sodass man Wasser zirkulieren kann, und das Wasser heizt sich auf im Untergrund und das entnimmt man dann wieder als Wärme und erzeugt davon Elektrizität. Das sind relativ komplexe Vorgänge und wir versuchen das auf kleinskalige Experimente besser zu verstehen zu lernen, damit man auch in Zukunft bessere Prognosen machen kann für große Projekte. Sau schwer das Ding. Wo ist Ihr Marker, Reza? Das war schwer. Das ist man. Now the marker here. Darum haben wir da oben so einen Kran hängen. Weil das andere Equipment hat 300 Kilo. Und das muss man dann gezielt runterlassen. Heute laufen Tests, indem man warmes Wasser bei relativ niedrigen Drücken in den Berg verpresst. Und man versucht in andere Bohrlöcher, wo das Wasser eventuell wieder zum Vorschein kommt, über Temperaturmessungen Wegsamkeiten, Wasserwegsamkeiten im Gebirge sichtbar zu machen. So we have this type of sensors also measuring the pressure and temperature. So these are the continuous. Every minute it does a measurement. So we have maybe more than 1,000 measuring points for temperature. Also wir sind jetzt ungefähr 2 Jahre am Vorbereiten vom eigentlichen Experiment. Und die Daten, die wir dann in der einer Woche generieren, die werden uns noch jahrelang beschäftigen. Die werden noch Generationen von Doktoranden beschäftigen, bis das alles ausgewertet ist.